Flutlicht wird Ihnen präsentiert von Bitburger. Zwei junge, stolze Familienväter gleich live hier zu Gast. Willkommen zu Flutlicht. Schön, dass Sie dabei sind. Schön, dass Sie dabei sind im Studio. Meine Damen und Herren, wir erwarten Elkin Soto und Matthias Matzer-Abel, also von Mainz 05 und vom 1. FC Kaiserslautern. Aber zuvor direkt hinein in die spannenden Sonntagsspiele. Schalke gegen den Hamburger SV und der HSV ohne Paolo Guerrero heute. Tja, nach der brutalen Kung-Fu-Attacke gegen den Stuttgarter Torwart Sven Ulreich letzte Woche, da wurde der Hamburger Stürmer ja vom DFB-Sportgericht für 8 Ligaspiele gesperrt. Also sein Trainer Thorsten Fink, der muss im Abstiegskampf erstmal umbauen. Sein Gegenüber Huub Stevens, der konnte dafür wieder auf Klaas-Jan Hünteler setzen. Also aus Gelsenkirchen berichtet jetzt Thorsten Winkler. Die Rückkehr von Klaas-Jan Hünteler, sehnlichst erwartet der Holländer zusammen mit Teemu Pukki als Sturmpartner, heute bei Königsblau wieder in der Startelf. Schalke von Beginn an vor heimischer Kulisse mit hohem Tempo und sofort mit viel Zug in Richtung HSV-Tor. Höger und Uchida, klasse gemacht. Platz zum Flanken für den Japaner und Pukki. 1-0. Schalke in Führung durch Teemu Pukki. Ein klasse Spielzug der Gastgeber, der Finne. Dann allerdings auch völlig allein gelassen. Die HSV-Defensive noch ohne Orientierung. Der HSV durch den deutlichen Abwärtstrend in den letzten Spielen voller Tatendrang nach Gelsenkirchen gereist und sie wollten mitspielen. Das ist Jansen. Marcel Jansen, gute Viertelstunde war gespielt. Der HSV unter Trainer Thorsten Fink ja noch ohne Auswärtsniederlage. Doch S04 weiter mit viel Selbstvertrauen. Hünteler bedient Jones, aber Drobny aufmerksam gegen Jermaine Jones. Eckball für Schalke. Der wird getreten von Jurado. Vor die Füße von Metzelder. 2-0. Christoph Metzelder für den gesperrten Papadopoulos heute in der Innenverteidigung. Und jetzt mit seiner Saisontor-Premiere. Zum zweiten Mal eingeschenkt für den HSV. Gute halbe Stunde vorbei. Schalke dominierte und in diesen Eckball von Jurado ertönte der Pfiff von Schiedsrichter Stark. Heiko Westermann wollte es nicht wahrhaben, dass der Unparteiische seinen Zweikampf mit Hünteler als elfmeterwürdig einstufte. Doch die Entscheidung stand. Strafstoß Schalke, Klaas-Jan Hünteler eindeutiger Sieger gegen Jaroslav Drobny. 3-0 der HSV auf dem Weg zu einer dicken Blamage. Das dritte Helle in der 33. Minute verdient. Und die Blau-Weißen wollten mehr. Warmschießen für Twente Enschede, wohl die Ansage. Der HSV, ein dankbarer Aufbaugegner. Pukki und wieder Drobny, das Team von Huub Stevens, weiter in Spiellaune. Die letzte Minute vor der Pause. Schalke bekommt den Ball nicht unter Kontrolle. Matips Befreiungsversuch auf Katscha, 3-1. Gojko Katscha, auch der HSV mit einem Erfolgserlebnis. Danach wurde gar nicht mehr angepfiffen, 3-1. Der Pausenstand aus Schalker Sicht immer noch ein äußerst erfreuliches Ergebnis. Nach dem Wechsel die Partie nicht mehr mit dem Tempo. Schalke aber immer noch mit deutlich mehr Ballbesitz und einer ordentlichen Portion Selbstbewusstsein. Hier demonstriert von Jurado. Die feine technische Einlage allerdings alles andere als nach dem Geschmack von Thorsten Fink. Der brachte zwar mit Son und Töre für Ilisevic und Sala zwei frische Kräfte, torgefährlich aber blieb S04. Raul bis dahin unauffällig, aber effektiv hinter den Spitzen. Erste Torchance für den Spanier. Die Schlussphase in der Arena bis dahin nicht mehr allzu viel Spektakuläres, aber dieser Pass von Raul auf Jones vom Allerfeinsten. Drobny verhindert den vierten Gegentreffer. Schalke, die letzten 20 Minuten der Partie im Schongang für das Rückspiel am Donnerstag gegen Enschede. Erst kurz vor dem Abpfiff nochmal der HSV gefährlich. Das ist Töre, vorbei an Fuchs. Petritsch, Matip klärt, Westermann und nochmal Matip.
Es sollte nicht mehr sein für den HSV. Schalke mit einer starken Vorstellung und einem völlig verdienten 3:1-Sieg gegen den HSV. Und jetzt freuen sich die Lauterer auf die Schalker. Der FCK ganz heiß, am Sonntag ist es dann soweit. So, zum zweiten Sonntagsspiel, ausgerechnet gegen Werder Bremen, also gegen seinen Ex-Verein, holte Otto Rehhagel seinen ersten Bundesliga-Sieg nach seinem Comeback als Hertha-Trainer. Torschütze war Rukavica. Das war ein weiterer Rückschlag für Thomas Schaaf und seine Bremer im Kampf um einen internationalen Platz. Werder ja auf Rang 6, nur einen Punkt dahinter auf Rang 7 Hannover. Und genau die beiden Clubs trafen heute aufeinander, Bremen gegen Hannover. Steffen Hudemann über das Duell um die Nummer 1 im Norden. Das Ziel ist klar. Die Fußballreisegruppe aus Hannover will auch im nächsten Jahr durch Europa touren. Und dafür soll in Bremen am besten ein Sieg her. Trainer Mirko Slomka muss dabei auf die verletzten Stürmer Mamdžuf und Jan Schlaudraff verzichten. Dafür Jakonnan und Abdelaue im Team. Und beide gleich an der ersten Szene der Roten beteiligt. Stindl auf Rausch, der auf Jakonnan, Wiese, Abdelaue. Hannover bringt den Ball einfach nicht im Bremer Tor unter. Was für eine Gelegenheit für Jakonnan und Hannover 96. Ganz stark aber auch reagiert von Tim Wiese. Kurz danach sorgenvolle Blicke bei Thomas Schaaf. Marco Marin muss mit einer Verletzung am Oberschenkel raus. Für ihn kommt Mehmet Ekici. Aber weiter Hannover am Drücker. Ballverlust vom 18-jährigen Bremer Florian Hartherz. Und dann geht es schnell. Wieder Abdelaue, Jakonnan. Und dieses Mal ist es Rausch, der an Tim Wiese verzweifelt. Starke Leistung heute der Bremer Nummer 1. Trotzdem kaum zu glauben, dass Hannover hier noch nicht in Führung liegt. Dann zur Abwechslung mal die Bremer. Freistoß Ekici und Pizarro. 1:0, Claudio Pizarro, 31. Minute. Hannover hat die Chancen, Werder macht das Tor und das ist korrekt. Sokrates hier nur passiv im Abseits. Pizarro mit seinem 16. Saisontreffer für Werder einfach unersetzlich. Noch in diesem Monat will er entscheiden, ob er seinen Vertrag bei Thomas Schaaf in Bremen verlängert. Die Aussicht auf die Europa League kann dafür nicht schaden. Kurz vor der Pause nochmal Pizarro im Blickpunkt. Der Stürmer in der Bildmitte im Zweikampf mit Agi und Rosenberg mit dem Tor. Aber abgepfiffen von Schiedsrichter Christian Dingert. Nochmal, Pizarro soll Agi hier gefoult haben. Bringt ihn auch irgendwie zu Fall. Aber zumindest eine sehr umstrittene Entscheidung. Trotzdem Werder in der ersten Hälfte mit der klar besseren Ausbeute. Alle Zeichen stehen auf Heimsieg. Die zweite Hälfte. Werder steht wieder zum Freistoß bereit. Und wieder gibt es Aufregung um Pizarro. Die Hannoveraner beschweren sich lautstark. Was ist da los? Die Zeitlupe zeigt es. Eine Ohrfeige vom Peruaner an Pogatetz. Klare Tätlichkeit. Doch der Schiedsrichter belässt es bei einer Ermahnung. Riesenglück für Pizarro und die Bremer. Jetzt also endlich der Freistoß. Ekici. Und da ist das Tor. Und der Torschütze heißt Sebastian Prödel. Und das ist wirklich eine märchenhafte Geschichte. Fast 2 Monate war er mit einem schweren Kieferbruch ausgefallen. Spielt zum ersten Mal wieder, hat aber trotzdem überhaupt keine Angst, hier in den Kopfball zu gehen. Von Hannover jetzt nicht mehr viel zu sehen. Das Europapokalspiel vom Donnerstag macht sich bemerkbar. Rosenberg 3:0. Werder darf ein klein bisschen mehr von Europa träumen. Nach einer knappen Stunde ist dieses aufregende Spiel entschieden. Doch einmal stehen die Schiedsrichter an diesem Nachmittag noch im Mittelpunkt. Hannover mit Jakonnan und dem Anschlusstreffer. Aber nein, wieder zählt ein Tor nicht. Der Schiedsrichter und sein Mann an der Linie liegen aber falsch. Arthur Sobiech steht, besser er liegt, im passiven Abseits. Dann ist Schluss. Werder letztlich die effektivere Mannschaft. Die Bremer sind Europa ein Stück näher gekommen. Nur über eine Szene wird noch zu reden sein. Nicht ausgeschlossen, dass dafür Claudio Pizarro noch was nachkommt. Ich wollte das nicht machen, natürlich. Der versucht mich seine Hand auf meine Körper. Und dann, was ich versuche, ist seine Hand wegzumachen.
Und wenn Hagi mich von hinten nimmt, dann meine Hand geht hoch und dann gebe ich eine kleine ins Gesicht. Wer die ersten Anfangsphase Spiele gesehen hat, weiß, dass wir eine Riesenchance verpasst haben, Bremer heute zu schlagen. Hannover jetzt 4 Punkte hinter Werder. Ein Rückschlag im Kampf um die Europa-League-Plätze. Kleiner Trost, schon am Donnerstag folgt mit dem Rückspiel gegen Lüttich das nächste internationale Highlight. Und dann in der Bundesliga können die Bremer die Dortmunder ein bisschen ärgern. Also der deutsche Meister kann sich zumindest schon mal auf einen schlagfertigen Pizarro einstellen. So, damit kommen wir zur Rekordjagd von Mainz 05. Gleich mehr dazu. Aber wer als 05-Fan vor dem Spiel gegen Nürnberg bei der Platzwahl schon orakelte, heute werden wir nicht verlieren, der konnte eigentlich überhaupt nicht falsch liegen. Denn die Platzwahl nahm vor Elkin Soto, weil Nowetzki nämlich nicht dabei war. Und wenn er dann derjenige ist, der die Platzwahl vornimmt, da haben die Mainzer noch nie verloren. Also von der Sicht her, da lagen die 05-Fans dann schon richtig. Gleich ist er live hier bei uns. Der Mann, der auf dem Platz so bekannt ist. Aber kennen Sie ihn auch privat? Peter Watzelhahn über den Mann, der die Familie liebt. Eine Familie übrigens, die immer größer wird. Keine Frage, die Sotos fühlen sich heimisch im Mainzer Stadtteil Gonsenheim. Für eine Familie aus Kolumbien nicht selbstverständlich. Elkin Soto und seine Frau leben schon 5 Jahre hier. Töchterchen Laura ist sogar ein echtes Mainzer Mädchen. Am 4. Mai 2009 hier geboren, kurz bevor Papa Elkin mit seinem Tor in Fürth den Grundstein zum Aufstieg legte. Fortan ist die Kleine der Mittelpunkt. Noch vor Fußball oder doch nicht? Sein liebstes Hobby ist Schlafen, glaube ich, sogar noch vor Fußball. Ist auch ein kleiner Zocker. Aha, auf der einen Seite also der ruhige Familienvater, auf der anderen ein südamerikanischer Vulkan, der eiskalt zuschlägt. Keine Frage, Elkin Soto ist mit 31 in der Form seines Lebens. Ja, das ist einfach schön, mit ihm auf dem Platz zu stehen und Pässe gibt er überragend, also sehr gut. Schön mit Elkin Soto auf dem Platz zu stehen, aber noch schöner ist es, mit Papa zu kuscheln. Der Mann, der Nationalspieler ist in Kolumbien, der Mann, der herausragt im Mainzer Spiel, jetzt ist er live bei uns. Herzlich willkommen, Elkin Soto. So, Saisonpremiere im Studio von Elkin Soto. Ich habe vorhin einfach mal behauptet, die Familie ist gerade dabei, wieder größer zu werden. Aber es stimmt auch, ne? Wann kommt das zweite Kind? Sí, ja, das stimmt. 2009, am 4. Mai, ist das erste Kind zur Welt gekommen, unsere Tochter. Und jetzt warten wir aufs zweite. Ende Juli, Anfang August wird es soweit sein. Wissen Sie schon, ob es ein Junge wird oder wieder ein Mädchen? Das wissen wir noch nicht, aber nächste Woche haben wir einen Termin beim Frauenarzt und dann werden wir es erfahren. Und da ist der Vater ganz nervös schon. Nein, mir geht's gut. Ich glaube, zunächst mal ist es wichtig, dass die Mutter und dass das Kind gesund sind und wir sind ganz relaxed. Sie sind Kolumbianer, der Vater. Die Mutter ist Kolumbianerin. Das Mädchen ist hier in Mainz geboren. Welche Sprachen spricht sie denn? Kolumbianisch ist natürlich Quatsch, sondern Spanisch und auch schon Mainzerisch. Also ich glaube, die spricht besser Deutsch als ihr Papa. Ja, aber wir reden natürlich Spanisch zu Hause mit ihr. Wir haben viele deutsche Freunde und mit denen spricht sie natürlich Deutsch und sie versteht auch alles. Seit letzter Woche geht sie in den Kindergarten. Und ihr geht's gut und die kommt jeden Tag mit neuen deutschen Wörtern nach Hause und die muss der Papa dann auch lernen. Aber man sieht richtig, er strahlt, ne, wenn er über die Familie spricht, ja, das tut ihm richtig gut. Aber das wollen wir jetzt mal testen, ob die Tochter wirklich besser spricht als der Vater. Sie können doch mit Sicherheit Deutsch. Seit 2007 sind Sie jetzt schon hier. Bitte mal eine Antwort auf Deutsch. Was bedeutet Ihnen die Familie?
Na, natürlich, ich kann jetzt ein bisschen besser auf Deutsch sprechen. Aber für Interviews ist es ein bisschen schwierig. Ich kann mit Trainer Thomas Tuchel, mit seinem Team und mit den Kollegen in der Kabine kann ich gut sprechen. Ich me siento feliz de eso. Und darüber freue ich mich sehr. Darüber bin ich wirklich schon sehr froh. Aber Sie wissen doch bestimmt, wie man sich hier in Mainz begrüßt, ne? Gude. Gude. Ja. Ja. Perfekt, also von daher. Und wenn wir das jetzt abwandeln, er hat auch eine gute Leistung gebracht, natürlich gegen Nürnberg, war der herausragende Mann, jedenfalls für uns, auch nach Meinung des Reporters, Peter Watzelhahn heißt er. Und er berichtet jetzt über eine Partie mit höchster Anspannung und natürlich extremer Erlösung. Am Ende sind Elkin Soto und seine Kollegen einfach nur happy. Happy über den 2:1-Erfolg gegen Nürnberg, froh über das glückliche Ende und den wichtigen Schritt zum Klassenerhalt. Die schlechte Leistung der zweiten Halbzeit ist da schon fast vergessen. Wenn das dann alles gut geht, schmecken solche Siege sogar noch süßer als klar herausgespielte, die früh entschieden sind. Aber bis es soweit ist, bleibt es natürlich eine ganz enge Kiste. Bis zur 64. Minute ist es eigentlich eine ungefährdete 2:0-Führung. Aber dann passiert, was den 05ern in dieser Saison schon häufiger passiert ist. Sie lassen sich zu sehr in die Defensive drängen und kassieren durch Nürnbergs Didavi einen unglücklichen Gegentreffer. Das 2:1 von Kirchhoff unhaltbar abgefälscht. Das Spiel danach eine Zitterpartie. Und als dann Elkin Soto Soloy in den Lauf spielt und der Ungar 10 Minuten vor Ende die Vorentscheidung verpasst, bekommt der Erfolg auch noch einen faden Beigeschmack. Statt den Torabschluss sucht Adam Soloy einen Strafstoß und wird für seinen Täuschungsversuch zu Recht des Feldes verwiesen. Ich wäre froh gewesen, er hätte den Torabschluss genommen hätte dafür die Vorentscheidung gesucht. So ist es tatsächlich doppelt bitter. Erstmal mussten wir heute dann nochmal mit Nachspielzeit fast 10 Minuten in Unterzahl verteidigen und zum anderen fehlt ein Spiel. Bitter auch, weil dies ein wenig den Eindruck der ersten Halbzeit und des spektakulären Spielbeginns trübt. Adam Soloy und seine Nebenleute legen nämlich einen Blitzstart hin, der seinesgleichen sucht. Zweimal Pfosten und das 1:0 durch Nikolai Müller in genau 57 Sekunden. Die Mainzer zeigen, warum sie zu Spielbeginn das torgefährlichste Team der Liga sind. Schon der 11. Treffer in der Anfangsviertelstunde. In dieser Hinsicht ist Müllers frühe Führung sicher der vorläufige Höhepunkt. Es war unser Ziel wieder, wie in den letzten Heimspielen, einfach von Anfang an, dass hier die Post abgeht. Und ich glaube, die Tore werden immer schneller, fällt das 1:0. Und da haben wir dann drauf aufgebaut, haben eine super erste Halbzeit gespielt. Eine super erste Halbzeit, einmal mehr auch von Mohamed Zidane. Und sein Rekordtreffer, sein 6. Tor im 6. Spiel, nicht weniger kurios. Ein Freistoß in der 22. Minute verhilft dem Rückkehrer zum Eintrag ins Geschichtsbuch der Bundesliga. Der Ball von keinem Zweiten berührt und eindeutig hinter der Linie. Mohamed Zidane mehr als nur ein Glücksgriff in der Winterpause. Das beeinflusst dich ja auch als Mannschaft, wenn du weißt, du hast einen, der in so einer Regelmäßigkeit trifft, der mal aus einer Halbchance eine gute Abschlusstechnik hat. Das gibt dir Vertrauen, das weiß auch der Gegner, das beeindruckt auch. Und sind froh, dass sich das so bestätigt hat, wie es viele Optimisten dann auch vorhergesagt haben und was die Idee dahinter war. Und das ist toll. Wie wertvoll Mohamed Zidane für die 05er ist, weiß jedes Mainzer Kind. Bei Elkin Soto lohnt es sich schon mal genauer hinzuschauen. Keiner vereint besser brillante Technik mit Zweikampfstärke. Unverzichtbar als Vorlagengeber und Abräumer. Zudem ist Elkin Soto als Kapitän ungeschlagen, einer, der alles gibt und alles will. Und an seinen Kollegen verzweifelt, wenn die sich in der Schlussphase das Leben selbst schwer machen. Aber am Ende ist das schnell vergessen. Unterm Strich bleibt Tuchels Mannschaft, etabliert sich im Tabellenmittelfeld und ist der größten Sorgen ledig. Also es ist schön, wir haben 30 Punkte.
haben uns wieder weiter abgesetzt ins Mittelfeld und wollen uns jetzt da festigen. Und ja, jetzt fahren wir nach Augsburg und schauen, was da machbar ist. Ein Erfolg in Augsburg und dann zu Hause gegen die Hertha. Elkin Soto und Co. könnten Ende März schon Klassenerhalt feiern. Also, mit diesem Schwung, den Sie ja jetzt mitnehmen durch diesen wichtigen Sieg, ist das drin, dass man sagt, man legt noch zwei Siege drauf und dann Abstiegskampf AD? Ja, das Spiel gestern war wirklich schwer. Wir wussten, dass wir unbedingt die drei Punkte holen mussten hier zu Hause. Und was wir für die Zukunft wollen, ist natürlich so schnell wie möglich weiter Punkte sammeln, so viele wie möglich. Denn wir wollen natürlich weiter die Bundesliga genießen. Natürlich haben wir noch einige Spiele vor uns. Und wir denken immer mal ans nächste Spiel. Zunächst mal denken wir an Augsburg. Okay, da wünschen wir schon mal alles Gute. Sind wir wieder mit dabei, logischerweise von Flutlicht. Der eine Bundesliga-Rekord war Zidane als Neuzugang. 6 Tore in 6 Spielen, das ist das eine. Aber der andere Bundesliga-Rekord, nämlich 2 Pfostentreffer und ein Tor in der allerersten Minute. Das gab es bisher noch nie. Ist es das gewesen, was Tuchel von Ihnen wollte, nämlich einfach die Nürnberger zu überrennen von Anfang an? Ja, wir müssen den Zidane wirklich unheimlich loben. Das ist jemand, der eine tolle Technik hat, der unheimlich große Spielfreude entwickelt beim Spiel und der hilft uns unheimlich. Er, Zidane, wie alle anderen Spieler hier bei uns in Mainz, sind wichtig fürs Team. Ich glaube, dass er sich sehr gut ins Team eingefügt hat. Und wir sind unheimlich froh, unheimlich zufrieden, dass er jetzt wieder bei uns ist, dass er bei uns spielt in unserem Team und in den letzten Spielen. Es ist wirklich gut gelaufen. Wir haben wirklich einen tollen Rhythmus entwickelt. Wir haben wirklich unheimlich viele Tore so geschossen, dank ihm. Und er hat wirklich gut eingeschlagen hier. Und diesen Rhythmus müssen wir jetzt auch wirklich versuchen beizubehalten in den nächsten Partien. In der Tat, da sind natürlich viele begeistert von Zidane. Bei Ihrer Begeisterung rund um Zidane haben Sie jetzt den Thomas Tuchel, den Trainer, ganz vergessen. Ich wollte wissen, ob er Sie wirklich so heiß machen konnte vor dem Spiel, dass Sie mit diesem Feuer da gleich am Anfang die Nürnberger quasi ja, regelrecht alt hat aussehen lassen. Was macht Tuchel aus im Moment für Sie? Nein, wir haben den natürlich nicht vergessen während dem Match. Er ist ein Trainer, der die Spiele unheimlich gut vorbereitet, die ganze Woche über. Er versucht, die Trainings immer auf die Spiele abzustellen. Und er bereitet uns gut vor und wir versuchen dann auch seine guten Ideen umzusetzen. Er arbeitet sehr gut mit uns, er ist taktisch unheimlich gut. Und ja, wir müssen dann eben versuchen, das beim Spiel umzusetzen. Du musst versuchen, Freude am Spiel zu haben, das zu tun, was er dir vorher sagt. Und in den letzten Spielen hat es uns wirklich unheimlich Spaß gemacht zu spielen. Wir hatten wirklich viel Freude beim Spiel. Und ich glaube, jetzt die Rückrunde der Bundesliga war sehr gut für unser Team. Das ist gut gelaufen. Wir können jetzt wirklich zuversichtlich in die Zukunft schauen. Liebe Zuschauer, wenn Sie auch mal von solch kompetenten Gesprächspartnern die Analyse wirklich gestochen scharf erleben wollen, und zwar live hier, rufen Sie einfach an. Wir haben die Telefonnummer eingeblendet. Wir werden sie nachher noch mal einblenden, da können Sie sie mitschreiben. Aber um noch mal Thomas Tuchel aufzugreifen, er ist auch ein Trainer, der natürlich dann, wenn er die Mannschaft neu einstellt, auch vor unangenehmen Entscheidungen nicht zurückschreckt. Und das war so eine jetzt vor dem Nürnberg-Spiel, denn dass Elkin Soto Kapitän werden konnte, bedeutete, dass Nikolce Noweski erstmal von draußen zusah. Jan Ebling hat Noweski dabei beobachtet auf dieser ungewohnten Bankdrückerposition und heute auch beim Training, also am Tag danach. Hm.
Man sieht es ihm an, es nagt an ihm. Nicole Chernoweski, heute Morgen. Nachdem er gestern auf die Bank musste. Waren Sie überrascht, dass Sie nicht von Anfang an auf dem Platz stehen? Ja, war überrascht. Und wie haben Sie es aufgenommen? Ganz normal. Ich denke, also ich war sehr überrascht halt. Die Woche normal trainiert und. Viele waren überrascht von dieser Trainerentscheidung. Noweski zum Anpfiff auf der Bank, das gab es vorher erst zweimal in knapp 8 Jahren. Das war eine schwere Entscheidung, also auch die zu sagen und die durchzusetzen, das gibt es manchmal als Trainer und ich musste dann trotzdem treffen. Das ist letztendlich dann die Qual der Wahl, wenn man mit Nico Bungert, Jan Kirchhoff und Nikolce plus eigentlich noch Busvens und so viele herausragende Innenverteidiger haben. Die Jungen haben gerade die Nase vorn. Nico Bungert, 25 Jahre und Jan Kirchhoff, 21 Jahre. Die beiden sind in Topform. Nicole Chernoweski, 33, hat in dieser Saison immer wieder mit Verletzungen zu kämpfen. Nicole ist ein gestandener Profi, der wird damit klarkommen, auf der Bank zu sitzen. Für ihn heißt es ja noch lange nicht, oder das weiß jeder, wie wichtig er für uns ist, dass er jetzt draußen ist. Er kam ja auch rein, hat uns noch wichtig geholfen in dem Spiel. Und weil er ein Spiel jetzt auf der Bank saß, das wird ihn nicht umbringen. Der Kapitän wird noch gebraucht. Er ist zwar ein sensibler Typ, aber auch ein großer Kämpfer. Meine Sache ist, wenn ich das gut zu trainieren und wenn ich spiele, mein Bestes zu geben. Also der Rest kann ich jetzt nicht groß beeinflussen. Und dann lächelte er doch noch heute. Ein klein bisschen wenigstens. Neben die Reaktion von Elkin Sotova, er hat auch richtig gelacht, als er Nicolce Noweski wieder fröhlich gesehen hat. Also die verstehen sich ganz gut. Noweski war überrascht über diese Personalentscheidung von Thomas Tuchel. Waren Sie auch überrascht? Aber wenn Nicolce sonreír. Ja, wenn ich jetzt so Nicolce lächeln sehe, freue ich mich. Das ist ein toller Typ, das ist unser Kapitän. Und ja, er ist wie gesagt ein Spieler, der sehr wichtig ist für Mainz 05. Er ist ein Schlüsselspieler in unserem Team, von großer Wichtigkeit. Und er ist für mich immer unser Kapitän, denn bevor ich nach Mainz kam, war er ja schon da. Und er war immer Kapitän dieser Mannschaft. Manchmal war das auch Marco Rose, aber Nicolce ist unser Kapitän und es war wirklich eine große Überraschung, ja, als diese Entscheidung bekannt gegeben wurde am Anfang des Spiels. Aber ich glaube, unser Trainer Thomas hat sich das nicht leicht gemacht. Er denkt immer an unser Team, er will immer das Beste für die Mannschaft, er will immer das Beste für jeden einzelnen Spieler dieser Mannschaft und wir respektieren natürlich solche Entscheidungen. Jeder Spieler muss letztendlich an seine Arbeit denken und an sein Team denken. Und Nicolce macht das auch so. Er gibt immer 100% in jedem Training. Und er ist ein Regisseur. Und wie gesagt, er ist wirklich unser Kapitän hier bei Mainz 05. Ich finde das beeindruckend, Elkin Soto. Ragt dem Spiel heraus und trotzdem ist er der Teamplayer, der für die anderen mitspricht. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie Sie der Solo-Player sind nachher im Flutlichtduell mit Matthias Abel. Dankeschön fürs erste, Elkin Soto. Das hat mir schon mal sehr viel Spaß gemacht. Schön, dass Sie da sind. Also gleich mehr zum ersten FC Kaiserslautern. Apropos FCK, viele Fußballlegenden hat er hervorgebracht, aber auch eine Boxlegende. Karl Mildenberger. Und wir haben ihn Sport am Montag, also in unserer Montagssendung, da haben wir eine Serie über die herausragenden Momente des rheinland-pfälzischen Sports. Und da gehört natürlich sein Fight gegen Muhammad Ali unbedingt dazu. Ja. 10. September.